Strandspaziergang Hand in Hand dem Sonnenuntergang entgegen und weit und breit nichts außer diese beiden. Romantische Aufnahmen, bei denen natürlich auch innige Küsse nicht fehlen dürfen. Rebecca Mir und Massimo Sinato schweben aktuell auf Wolke 7. Nachdem die brünette Schönheit und ihr Ehemann erst kürzlich die Babybombe platzen ließen, könnten sie wohl kaum glücklicher sein. 2012 lernen sich die beiden bei Let's Dance kennen und lieben. 2015 folgt das Ja-Wort. Mittlerweile sind sie seit 8 Jahren ein Paar. Das Baby, das die beiden erwarten, ist die Krönung ihrer Liebe. Die Vorfreude auf ihren Nachwuchs steht den werdenden Eltern ins Gesicht geschrieben. Die sympathische Moderatorin hat in Massimo augenscheinlich ihre bessere Hälfte gefunden. So teilt die 28-Jährige mit ihrem Mann auch die Leidenschaft zum Tanzen. Und wenn diese beiden loslegen, geht's ganz schön zur Sache. Doch egal ob beim Tanzen oder im Fitnessstudio, dieses Paar kann nicht ohne einander. Es ist die ganz große Liebe, die auch auf diesem neuen Foto förmlich spürbar ist. Rebecca strahlt über beide Ohren, liegt eng umschlungen in den Armen ihres Mannes, dessen Hand liebevoll auf dem wachsenden Babybauch der schönen Moderatorin ruht. Die TV-Bekanntheit kommentiert den Schnappschuss mit Never Ending Love Story und scheint genau wie ihr sympathischer Ehemann im 7. Himmel zu schweben. Romantische Worte und ein inniges Foto, auf dem man die Funken zwischen den Turteltauben förmlich fliegen sehen kann.